Und dieser Kritikpunkt, liebe Freunde, der richtet sich ganz klar an Ralf Rangnick. Zwei Heimniederlagen in Folge, dazu seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen, aus in der Champions League, aus in der Europa League und jetzt droht auch noch, dass das internationale Geschäft flöten geht. Ihr bekommt von mir 3 Gründe, warum RB Leipzig momentan in der Krise steckt. Ja, denken wir uns nochmal in die Saison 2016-2017 zurück. Wenn es so etwas wie einen Bayern-Jäger gegeben hat, dann war das RB Leipzig und das Ganze mit einer munteren Spielweise, sehr pressingstark nach vorne und hat durchaus guten Offensivfußball gespielt. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, nach vorne geht's immer noch, aber gerade defensiv ist man anfällig. Und hier sind meine 3 Gründe, woran das liegt. Die Spieler, die RB Leipzig so richtig nach vorne gebracht haben in der letzten Saison, die stecken momentan in der Formkrise. Und da spielt es auch gar keine Rolle, wen wir uns da angucken, sei es Emil Forsberg, Naby Keita, Marcel Sabitzer und ja auch Werner ist zumindest bei RB Leipzig in der Formkrise. Alles Garanten der letzten Saison, die aktuell deutlich unter ihren Möglichkeiten spielen. Timo Werner spielt ja wenigstens bei der DFB-Elf gut und auch international lief es jetzt nicht allzu schlecht von ihm. Dennoch muss man sagen, dass man sich von Seiten RB Leipzig sicherlich mehr als die 11 Tore von Timo Werner erhofft hatte. Emil Forsberg und Naby Keita scheinen gedanklich ganz woanders zu sein. Bei Naby Keita ist das ja fast schon verständlich. Der wechselt für 65 Millionen Richtung Liverpool am Ende der Saison. Und da waren doch so ein paar Frustfouls im Laufe der Saison zu merken, dass man gemerkt hat, okay, Naby Keita ist hier nicht wirklich auf der Höhe der Zeit. Und Emil Forsberg hat auch schon so etwas wie seinen Abschied angekündigt. Er hat schon gesagt, thanks for everything und es hört sich auf jeden Fall so an, als würde er hier auch nicht mehr für RB Leipzig spielen. RB hat natürlich ein sehr, sehr laufintensives Spiel mit diesem ganzen Pressing und mit dem Jagen des Balles und wenn da die Leute gedanklich woanders sind oder nicht mehr mitmachen, wirkt sich das auf die gesamte Spielweise aus und das sieht man auch in der Statistik, liebe Leute. 2016, 2017 waren noch 5 Spieler von RB Leipzig unter den laufstärksten Spielern der Bundesliga-Saison. Dembe war dabei, Sabitzer, Ilsanker, Heizenberg und Werner. Und wenn wir jetzt mal auf die Laufleistung der Spieler gucken, finden wir nur noch 2 Spieler von RB unter den Top 50 der laufstärksten Spieler. Bei so einer pressingintensiven Spielweise ist es extrem wichtig, dass jeder mindestens 100%, wenn nicht 110% gibt. Wenn man das so ein bisschen schleifen lässt, wird das Ganze auch deutlich weniger effektiv. Und das sehen wir hier an RB Leipzig, die gerade insbesondere in der Defensive momentan straucheln. Mein Grund Nummer 2 ist, dass der Kader nicht sinnvoll zusammengestellt ist für die Dreifachbelastung und dieser Kritikpunkt, der richtet sich ganz klar an Ralf Rangnick. Ja, Ralf Rangnick stand vor der Saison vor der Frage, wie richte ich den Kader für die Dreifachbelastung aus? Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal. Und da sind natürlich ja auch Spieler weggegangen, vor allen voran Oliver Burke und Davy Selke. Und eigentlich hat man das Ganze nur 1:1 ersetzt. Wenn wir halt an Bruma denken als Linksaußen, der konnte Burke so ein bisschen ersetzen und August Sturdum vielleicht Selke als Mittelstürmer. Aber im Grunde ist das auch in der Offensive fast schon von der Quantität her das gleiche Personal, obwohl man jetzt auf 3 Hochzeiten tanzt und man wusste, das Ganze wird deutlich anstrengender werden als letzte Saison, weil man halt mehrfach spielen muss und beim nächsten Mal auch wieder fit sein muss. Und da natürlich diese Pressing- und laufstarke Leistung wieder abrufen zu können, wäre wirklich ein Wunder, wenn man denn nicht den Kader richtig drauf vorbereitet hätte. Ohne jetzt einen Spieler von RB Leipzig aus der Defensive zu nahe treten zu wollen, aber wenn wir halt so Spieler wie Timo Werner, Emil Forsberg, Naby Keita mit Peter Gulaschi vergleichen, Willi Orban, dann ist das natürlich schon eine andere Liga. Also gar nicht, bitte nicht falsch verstehen, liebe Freunde. Peter Gulaschi hat einen herausragenden Job gemacht. Er spielt aber auch absolut am Limit und zum Schluss häuften sich hier auch ein wenig die Fehler von ihm. Und Willi Orban ist natürlich als Kapitän und Abwehrchef damit natürlich auch ein wenig überfordert. Und am Ende sind die einfach in der Defensive allein gelassen. Und auch auf den Umstand hat Ralf Rangnick hier nicht ausreichend reagiert. Und der Grund Nummer 3 ist auch bei Ralf Hasenhüttl zu finden. Der scheint sich nämlich ein wenig zu vercoachen, sei es in den Spielen zu Hause gegen Leverkusen, was man 1:4 verloren hat, oder auch in Marseille 5:2 oder jetzt auch wieder 2:5 zu Hause gegen die 1899 Hoffenheimer. Ralf Hasenhüttl scheint sich hier zu vercoachen. Er wird doch diese Umstände auch sehen, dass wir Mehrfachbelastung haben, dass die Spieler müde sind und er lässt dennoch weiter sein pressingintensives Spiel spielen, was in der Offensive ja durchaus zu Erfolgen führt. Ja, wir haben jetzt insgesamt 2 Tore in Marseille, 2 Tore halt auch gegen Hoffenheim gesehen. Also vorne kommen durchaus noch die Dinger rein, auch wenn sich das natürlich auf mehrere Spieler verteilt. Aber das reißt natürlich hinten Lücken und die werden aktuell gnadenlos ausgenutzt. Und er wusste doch auch, dass hier keine weiteren Spieler gerade in der Defensive zur Verfügung stehen. Dennoch lässt er halt die gleiche Spielweise spielen. Wäre vielleicht auch ein bisschen jetzt zu viel verlangt, wenn man jetzt sagt, okay, bei ihm dreht es sich jetzt auch darum, dass er möglicherweise von anderen Clubs umworben wurde. Aber vielleicht spielt das auch damit hinein, dass er ein wenig unter Druck gerät, dass er sich entscheiden muss. Ralf Rangnick hat ja jetzt auch erstmal die Vertragsverlängerung auch für den Trainer auf Eis gelegt. Das heißt, da wartet man jetzt erstmal ab, wie das Ganze weitergeht.
Und Ralf Hasenhüttl scheint momentan hier nicht auf jeden Fall richtig reagieren zu können, mit diesen Umständen umgehen zu können. Für mich auch einer der Gründe, warum RB Leipzig momentan in der Krise steckt. Leute, was sind ihr? Das sind meine drei Gründe, warum RB Leipzig in der Krise steckt. Schreibt mir mal unten eure Erklärung in die Kommentare rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne abonnieren, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr häufiger so eine Analyse haben wollt. Bleibt am Ball, macht's gut, euer Sören. Ciao.